Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Im heutigen Video geht es um den unteren Rücken. Und ich freue mich sehr, es ist ein ganz besonderes Video, weil sich das ein alter Schulfreund von mir gewünscht hat. Der trägt sehr viel seine Kinder gerade durch die Gegend und hat auch schon viel mit den Videos für den oberen Rücken und die Schultern geübt und hat gesagt, Mensch, hast du nicht auch was für den unteren Rücken? Und da habe ich gesagt, habe ich nicht, aber kann ich machen, kein Problem. Und jetzt gibt es ein Video für den unteren Rücken. Wenn wir Beschwerden mit dem unteren Rücken haben, dann ist es gut, einerseits darauf zu achten, wie wir heben, also dass wir mit dem sogenannten geraden Rücken heben. Und da ist natürlich die Frage, was heißt das eigentlich, gerader Rücken? Und da werden wir heute ein bisschen mehr drauf eingehen. Und andererseits werden wir sehr viel Spürübungen machen für den unteren Rücken, dass wir unsere Wahrnehmung für den unteren Rücken verstärken. Dass wir also mehr mitkriegen, was passiert da eigentlich, wie geht es meinem unteren Rücken, ist der eigentlich angespannt, halte ich den fest gerade oder ist der entspannt, ist der locker? Genau, soweit so gut. Legen wir los, würde ich sagen. Viel Spaß! Ich werde im Laufe des Videos immer wieder von der kleinen Kuhle oder der Beuge in deinem unteren Rücken sprechen. Und um die erstmal zu finden, beginnen wir mit einer kleinen Vorübung. Du kannst dich mal an eine Wand stellen und die Hände ungefähr auf Hüfthöhe nehmen und dann trittst du mit den Beinen zurück, bis du einen rechten Winkel bildest zwischen deinen Händen und deinen Füßen. Und dann mit gestreckten Beinen versuchst du mal einen ganz geraden Rücken zu machen. Und bei vielen wird erstmal so eine kleine Rundung da sein, wo die Wirbelsäule so ein bisschen rausguckt. Dann kannst du mal die Knie beugen. Dann wird der Rücken automatisch sich auch ein bisschen mitbeugen und dann mit dieser kleinen Beuge im unteren Rücken strecken wir die Beine wieder aus und wir wollen, dass die Wirbelsäule so ein bisschen einsackt, genau, und rechts und links von der Wirbelsäule schauen die Muskeln dann so ein bisschen raus und das gibt dann so eine kleine Kuhle. Das ist die Kuhle, die ich meine und nach der wir suchen in den kommenden Übungen. Wir beginnen heute in Rückenlage. Stell deine Füße auf und du kannst mal versuchen, mit den Mittelfingern deiner Hände deine Fersen zu erreichen. So ungefähr, so groß ungefähr darf der Abstand zwischen deinem Po und deinen Füßen sein. Die Füße können ungefähr hüftbreit sein. Und dann kannst du mal spüren, ob unter deinem unteren Rücken so eine kleine Beuge ist, wo du deine Hand reinschieben kannst oder ob der so ganz flach am Boden aufliegt, der untere Rücken. Und dann kannst du mal in so eine Kippbewegung mit dem Becken kommen, dass du das Becken mal so ein bisschen nach vorne und nach hinten kippst. Und wenn du das nach vorne kippst, dann wird diese kleine Beuge unter deinem Rücken größer werden und wenn du es nach hinten kippst, dann wird sich der untere Rücken Richtung Boden bewegen. Und wenn wir jetzt vorstellen, dass wir auf einer Uhr liegen würden mit unserem Becken, würden wir sozusagen immer von 12 nach 6 Uhr kippen oder umgekehrt. Rechts und links wären dann die 9 und die 3. Und wir wollen auch die 9 und die 3 mal probieren zu erreichen mit unserem Becken, indem wir nach rechts und nach links kippen. Und spür auch da wieder, wie der untere Rücken, natürlich auch der Bauch, die Bauchmuskulatur, aber auch der untere Rücken in Bewegung kommen. Und dann versuch mal, alle 4 Ziffern zu verbinden. Also die 3, die 6, die 9 und die 12. Dass du so Kreise machst mit deinem Becken auf der Erde. Du kannst gerne auch mal in die andere Richtung kreisen. Es muss nicht immer die gleiche Richtung sein. Sie einfach mal so ganz vorsichtig Kontakt aufnehmen zu unserem unteren Rücken und einfach mal spüren, wie können wir den überhaupt wahrnehmen, den unteren Rücken. Wie fühlt er sich vielleicht auch an?
ist eher so ein bisschen schwierig, den zu bewegen? Fühlt er sich ein bisschen steif an oder ist der auch gerade ein bisschen schmerzhaft? Und dann kannst du die Bewegung langsam zum Ende kommen lassen. Und umfass mal deine Knie, kannst sie so richtig umarmen. Und schau mal, wie der Rücken dabei rund wird und sich das Becken eigentlich vom Boden abhebt. Und dann kannst du damit mal so ein bisschen spielen, dass du mal schaust, die Hände bleiben an den Knien, aber du bringst den unteren Rücken, das Kreuzbein wieder so ein bisschen zum Boden zurück, bis sich der untere Rücken leicht wölbt. Und dann bringst du die Knie wieder Richtung Bauch, sodass sich das Kreuzbein eher abhebt vom Boden und der untere Rücken sich wieder rundet. Dass wir mal so ein Gefühl dafür kriegen, was ist eigentlich diese natürliche Kurve im unteren Rücken und wann ist der Rücken eigentlich rund? Lass den Atem fließen dabei. Und jedes Mal, wenn sich der untere Rücken so ein bisschen hochwölbt, dann haben wir wieder diese kleine Kuhle. Also du kannst gerne auch mal einfach mit den Fingerspitzen tasten, ob du diese kleine Kuhle, da wo die Wirbelsäule ist, spüren kannst, dass sich die Rückenmuskulatur so ein bisschen aufwölbt und die Wirbelsäule in so diesem kleinen Graben verschwindet in deinem unteren Rücken. Sehr schön. Und dann kannst du gerne über die Seite dich aufrollen in einen Sitz und dann in einen Vierfüßlerstand kommen. Beim Vierfüßlerstand sind die Knie unter dem Becken und die Hände unter den Schultergelenken oder unter den Schultern. Und diese Übung oder diese Vorübung, die wir gerade am Boden gemacht haben, die wollen wir jetzt in den Vierfüßlerstand übertragen. Und das machen wir mit einer Übung, die nennt sich Katze-Kuh. Das heißt, wir machen einmal einen Katzenbuckel, bei dem wir den Rücken ganz rund nach oben rausdrücken. Und dann darf wieder der untere Rücken, das Steißbein da führen, der untere Rücken darf sich wieder so ein bisschen aufwölben. Wir beugen quasi unseren Rücken, nehmen den Kopf nach oben, schauen nach vorne oben und machen einen sogenannten Kuhrücken. Und dann wechseln wir wieder. Das Steißbein führt wieder, der untere Rücken macht sich rund, der restliche Rücken folgt. Und wir gehen wieder so in so einen ganz, ganz, ganz genüsslichen Stretch in diesen Katzenbuckel. Und dann wieder geführt vom unteren Rücken, vom Steißbein, kommen wir wieder in die Beugung des Rückens. Und auch hier haben wir wieder diesen kleinen Graben in unserer Wirbelsäule im unteren Rücken. Und dann kommen wir in eine neutrale Stellung. Das heißt, der Rücken ist gerade. Gerade bedeutet wieder, dass wir die kleine Kuhle, diesen kleinen Graben in unserer Wirbelsäule im unteren Rücken haben. Und der Kopf ist in Verlängerung. Der hängt nicht runter, der guckt nicht nach oben, und so dass der Nacken eingeknickt ist, sondern ist schön lang, die Wirbelsäule, und der Kopf schwebt nach vorne. Sehr schön. Wenn du magst, kannst du nochmal die Augen schließen und prägt dir nochmal ein, wie sich dieser gerade Rücken anfühlt gerade. Das kannst du vor allem durch Spüren machen, nicht so sehr durch so eine hohe Konzentration, sondern vielmehr horch in dich rein, spür in dich rein, spür deinen unteren Rücken, spür diese Haltung, spür diese Position. Wunderbar.
Und dann möchte ich dich bitten, zum Stehen zu kommen. Und wir wollen jetzt schauen, dass wir, wenn du Yoga machst, dann kennst du das wahrscheinlich, dann wollen wir eine Vorbeuge machen und eine halbe Vorbeuge und wollen dabei darauf achten, dass wir bei der halben Vorbeuge wieder diesen schönen geraden Rücken machen. Das heißt, du kommst jetzt mit einem schönen geraden langen Rücken nach unten, beugst leicht die Knie und lässt die Hände Richtung Boden sinken. Die Hände müssen nicht am Boden ankommen. Wenn die Hände nicht am Boden ankommen, kannst du gerne die Knie etwas tiefer beugen. Und dann wollen wir eine halbe Vorbeuge machen. Das heißt, der Rücken geht wieder parallel zum Boden, gerade nach vorne. Dafür müssen sich die Knie mehr beugen. Und wir wollen wieder diese kleine Kuhle auf dem Rücken. Wir wollen, dass der Kopf wieder in Verlängerung nach vorne strebt. Genau. Und dann kommen wir wieder in die Vorbeuge zurück. Und das wiederholen wir jetzt einfach ein paar Mal, jeder in seinem eigenen Tempo. Also wir kommen in die Vorbeuge, atmen hier tief durch, lassen den Kopf nach unten streben. Und dann beugen wir wieder die Knie und kommen mit geradem Rücken in die halbe Vorbeuge. Du kannst gern immer wieder mal überprüfen, ob du noch diesen kleinen Graben auf deiner Wirbelsäule hast. Und dann komm wieder in die Vorbeuge. Noch einmal in die halbe Vorbeuge. Und dann wieder in die Tiefe. Und jetzt wollen wir wieder mit geradem Rücken nach oben kommen. Das heißt, wir kommen von unten in die halbe Vorbeuge. Und von hier aus richten wir den Rücken auf und strecken dann die Beine aus. Wunderbar, wenn du magst, kannst du gerne nochmal die Arme über den Kopf ausstrecken, nochmal tief durchatmen. Dann die Arme wieder sinken lassen und wieder den gleichen Weg zurück mit geradem Rücken nach unten über die halbe Vorbeuge in die tiefe Vorbeuge. Dort wieder aushängen für einen Moment. Und dann wieder den ganzen Weg zurück, über die halbe Vorbeuge, mit geradem Rücken nach oben, dann die Beine strecken, nochmal die Arme in die Luft, sodass die Arme jetzt neben den Ohren verweilen, gestreckt nach oben. Und diesmal wollen wir noch erschwerend die Arme über dem Kopf lassen. Das heißt, wir gehen wieder mit geradem Rücken in die Vorbeuge, die Arme sind nach vorne ausgestreckt. Über die halbe Vorbeuge, Arme bleiben gestreckt, in die tiefe Vorbeuge. Hier können wir kurz ausruhen, durchatmen. Hui. Wunderbar. Und dann nochmal genau den gleichen Weg zurück. Wir gehen wieder in die halbe Vorbeuge, strecken die Arme nach vorne aus. Kommen mit geradem Rücken und ausgestreckten Armen nach oben und als letztes strecken wir die Beine. Wunderbar. Dann kannst du die Arme wieder sinken lassen und spüre nochmal deinen ganzen Rücken. Ja, man möchte meinen, dass wir noch gar nicht so viel gemacht haben, aber wahrscheinlich spürst du schon die Muskulatur in deinem Rücken, kann ich mir vorstellen. Und bleib hier gerne noch ein paar Atemzüge im Stehen, schließ nochmal die Augen und spür noch einen kleinen Moment nach.
Ja, ich hatte ja eingangs versprochen, dass wir nicht so viel Krafttraining machen heute, aber ich fand, das war jetzt doch schon auch ein bisschen anstrengend. Also ich merke zumindest die Muskeln rechts und links von meiner Wirbelsäule ganz gut. Und ich finde aber auch, dass gerade die letzte Übung, dass man wirklich sehr schön spüren kann, auch wie viel Stabilität das gibt, wenn man aus diesem geraden Rücken heraushebt oder eben sich aufrichtet. Ich hoffe, dass du es auch spüren konntest, dass dir die Übungen helfen konnten, mehr Stabilität zu finden oder aber auch mehr Aufmerksamkeit und Entspannung für deinen unteren Rücken. Und wenn du magst, freue ich mich sehr über einen Kommentar. Berichte mir, wie es dir ergangen ist. Sag mir, was du dir vielleicht wünschen würdest für die Zukunft, ob es vielleicht andere Themen gibt, die dich beschäftigen. Und ja, abonniere meinen Kanal, dann verpasst du auf jeden Fall kein Video mehr. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal.